Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV. Ja, in der letzten Folge hatten wir noch eine Prinzessin, jetzt haben wir keine mehr. Deshalb wundert es auch nicht, dass die aktuelle Quest plötzlich keine Prinzessin mehr heißt. Ihr Bruder allerdings will den aktuellen Status natürlich ändern und deshalb sind wir gerade auf der Suche nach einer Prinzessin. So, Konoha wartet nur darauf, die Suche nach seiner Schwester endlich zu beginnen. Wenn Lamati das Dorf von Westen her angesteuert hat, muss sie diesen Weg entlang gekommen sein. In dem Fall müssen wir davon ausgehen, dass sie niemals in Irdenhalde angekommen ist. Um uns ganz sicher zu sein, sollten wir aber noch den Torwächter am anderen Eingang der Siedlung fragen, ob sie auch wirklich nicht gesehen hat. Also, anderes Ende der Siedlung. Jetzt müssen wir eine Prinzessin auch noch beim größten Regenguss suchen. Aber wenn wir Glück haben, dauert es nicht allzu lange, der Regen. So. Der Torwächter wird hier vorne sein. Ja, da sehe ich schon ein Tor W. Konoha, hast du schon nachgefragt? Wenn der Torwächter der Moblins hier auch nicht gesehen hat, ist Lamati definitiv nie in Irdenhalde angekommen. Fragen wir nach. Wie? Prinzessin Wuklam hat zurückgekommen? Niemals nein. Ich war die ganze Zeit hier auf meinen Wachposten und habe sie nicht gesehen. Und ein Tonafahrmann? Er wäre euch aufgefallen. Er hat eine sehr ungewöhnliche Haarfarbe. Nee, da war noch etwas. Ein Pelupelo-Händler hat davon erzählt, wie er unterwegs nach vielen Flammen vom Wegelagerdieben angegriffen wurde. Dabei war ein Mann mit Bunthaar. Die Wegelagerer also. Vielen Dank, das hilft uns weiter. Ich will ungern darüber nachdenken, aber es besteht die reelle Gefahr, dass der Kerl, der Lamati mitgenommen hat, und der Bunthaar-Wegelagerer ein und dieselbe Person sind. Geben wir nach Vielflamm und sprechen mit diesem Händler. Okay, ich glaube, Vielflamm haben wir noch nie besucht, oder? Gucken wir mal. Das müsste... Ah doch, da haben wir einen Peteriten. Aber den haben wir wahrscheinlich noch nicht benutzt. Also... Wir können mal gucken, ob wir uns dahin teleportieren können. Ja, das geht. Da haben wir den Händler der Pelupelo. Ja, bitte. Wollt ihr was kaufen? Wir haben gehört, dass ihr von Wegelagerern überfallen worden seid. Würdet ihr uns bitte von diesem Vorfall berichten? Ich dachte mir doch, dass ihr mir bekannt vorkommt. Ihr seid Konoha, nicht wahr? Der zweite Prinz, meine ich. Dann will ich euch natürlich alles Alpaka-Haarklein beschildern. Es hieß Wakesa, der Kerl, der mich überfallen hat. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ihr sogar den Namen des Diebes kennt. Doch, doch, er hat ganz auffällige Haare. Deswegen erkennt man ihn gleich. Außerdem wissen alle, dass er der Anführer ist von den Dieben in dieser Gegend, meine ich. Diese Bande macht alles für ein paar Pill. Die schlimmsten Sachen. Vor allem jetzt, wo die Stufen der schwingenlosen Geschwister kaputt sind und nur noch wenige Leute durchkommen. Dann liegt die Vermutung nahe, dass sie Lamati entführt haben und Lösegeld fordern wollen. In dem Fall würden wir früher oder später von ihnen hören, aber ehrlich gesagt, möchte ich nicht so lange warten. Nein, ich will sie vorher finden. Wie wäre es hiermit? Ich verkleide mich als nichtsahnender Händler, locke sie an und dann lassen wir die Falle zuschnappen. Ja, klingt auch ein Plan. Prinz Konoha, wie es der Zufall so will, habe ich die richtigen Klamotten bei mir. Für einen authentischen Händler, meine ich. Natürlich kann ich sie euch nicht umsonst überlassen. Ein überaus scharfer Geschäftssinn, wie? Aber etwas anderes will uns kaum übrig bleiben. Gut.
Gut, stellen wir ihn eine Falle. Dann gehen wir jetzt nach Vielflamm und ich flendere ganz entspannt umher. Deine Aufgabe wird es sein, dort allem und jedem zu erzählen, was du für ein unglaublicher Rohedelstein von mir erstanden hast. Für viel Pell natürlich. Und wie sehr du dich darüber freust. Dieser Vakesa wird ganz sicher hellhörig, wenn er mitbekommt, dass ein Händler mit einer großen Summe Geld unterwegs ist. So, nochmal kurz mit ihm reden. Gut, fangen wir an. Una läuft nun voraus. Verliere ihn nicht aus den Augen und bleib ihn dicht auf den Fersen. Also dann, mir nach. Oh, habe ich euch übrigens schon allen erzählt, was für einen tollen Rohedelstein ich gekauft habe. Für ganz viel Chill oder die entsprechende Währung hier in der Gegend. Oh Mann, ich habe so viel hingeblättert, das glaubt gar keiner. Soll ich dir mal erzählen, wie viel ich hingeblättert habe? Willkommen, wie Flammen. Oh, ich habe so viel hingeblättert. Hier, dein erstes Ziel sollte dieser Zipral dort sein. Zeige deine unbändige Freude über dein gutes Geschäft. Ich warte hier, komm einfach wieder, wenn du meinst, genügend Aufmerksamkeit erregt zu haben. Oh, du glaubst gar nicht, wie viel Geld ich hingeblättert habe. Ja, bitte, kann ich etwas für dich tun? Der Zebral blickt dich fragend an. Zeige ihm, wie sehr du dich über deinen neuen Edelstein freust. Emote Freudentaumel, juhu. Also, wo habe ich meine Tastatur? Juhu. Ohne Shift. Juhu. Habe ich so viel Geld ausgegeben. Juhu. Einen riesigen Rohedelstein von einem Hetasaro-Händler, sagst du? Na dann wundert es mich nicht, dass du über das ganze Gesicht strahlst. Seitdem die Stufen der schwingenlosen Geschwister beschädigt sind, wird hier kaum noch Handel getrieben. Okay. So, der nächste. Natürlich total unauffällig, dass ich immer wieder zu dir zurückrenne, aber okay, das war ein guter Anfang. Komm, machen wir noch ein wenig mehr Lärm. So, sollen wir noch Repli hier Bescheid geben? Da, versuch dein Glück bei diesem Moblin. Okay, dann dieser Moblin. Du hast aber ein großes fröhliches Lächeln in deinem Gesicht. Warum? Weshalb? Okay, auch dir sagen wir Juhu. Ein hitzender Händler, der dir einen Funkelstein verkauft hat? Ach, da packt mich gleich schlimmer Neid. Aber ein außerordentlich guter Nachricht, dass, wenn das Geschäft rund läuft, dann läuft auch die Großwelt rund. So. Vermutlich reicht das schon, aber ich würde gern auf Nummer sicher gehen. Suchen wir noch eine weitere Person. So. Da, der fidele Pelu Pelu vielleicht? Dieser Pelu Pelu dort bietet sich doch an. Platz ein letztes Mal vor Freude, Tara. Für meine Schwester. So, hallo? Du strahlst ja wie die Sonne selbst. Ist was passiert? Was Gutes, meine ich? Ja. Also auch dir jubeln wir ein was vor. Was? Du hast so einen großen Edelstein kaufen können von einem Hetzalo-Händler, sagst du? Was für ein Glücksalpaka du bist. Ja, ja. Und genauso glücklich muss der Hetzero sein. Ja, ja. Mit den Taschen voller Pell. Ah, da kann man glatt neidisch werden. Da will ich mir ein Beispiel nehmen. Auch für mich gibt es ordentlich Pell zu verdienen. Total unauffällig. Ha,
Ab noch einmal recht herzlichen Dank für unser ausgezeichnetes Geschäft. Ich hätte niemals damit gerechnet, meinen Edelstand zu einem solch grandiosen Preis loszuwerden. Damit kann ich es mir eine ganze Weile lang gut gehen lassen. Nur mach es mir etwas Sorgen, mit einer solch großen Menge an Geld zu reisen. Meint ihr, ich sollte nach Irdenhalde zurückkehren und mir etwas Schutz anheuern? Aber nein, vermutlich bin ich einfach mal wieder zu ängstlich. Was soll schon passieren? Ja, was soll schon passieren? Da scheint jemand den Köder geschluckt zu haben. So. Du hast deine Rolle großartig gespielt, Tara. Langsam wird mir klar, weshalb Uyang-Jie und Tancred so große Stücke auf dich halten. Aber jetzt zerren wir diesen Wakesa aus seinem Versteck. So. Kuna ist bereit, die Falle zuschnappen zu lassen. Gehen wir zum nächsten Schritt unseres Plans über. Ich mache mich jetzt auf in Richtung Irdenhalle. Allein natürlich, damit sie Wakase und seine Bande auch an mich herantrauen. Bestimmt schlagen sie an einer schlechten einsehbaren Stelle zu. Außerdem werde ich unbewaffnet unterwegs sein, weil sonst meine Tarnung als Händler nicht glaubwürdig ist. Dementsprechend bin ich absolut auf deine Hilfe angewiesen, Tara. Halte dich in der Nähe versteckt und schlage zu, sobald sich die Räuber blicken lassen. So, aber bevor wir das jetzt machen, ziehe ich mir noch schnell neue Klamotten an. Ich habe jetzt noch die letzten Ausrüstungsteile bekommen. Das heißt, ich habe jetzt hier 3 Boxen. Benutzen. 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 So. Das macht mich auf alle Fälle besser. Anlegen. Ach, Inventar ist voll. Das ist das falsche Glück, das ist der Chocobo. So, Hose war das. Ne, Schuhe. Ich wollte das eigentlich in der Pause machen, aber irgendwie habe ich das verpasst. Anlegen. So, dann den anlegen. Den anlegen. Nein, das war. Was ist das? Ein Kopfteil, oder? Bandana. Ja, Kopf. Den können wir auf alle Fälle dann sehen. Okay. Und das da war schlechter. So, wahrscheinlich habe ich das hier rausgeschnitten im Video. Falls nicht. Hey, da habt ihr mal meine Anprobe gesehen. Sorry. So, Zielort. So, langsam sollten wir vielleicht hinterherlaufen. Ganz unauffällig. Alle hier sind so unauffällig. Da habe ich ja vergessen, den Namen der Quest zu erwähnen, oder? Die Quest heißt übrigens Bruderpflichten. Da wird er abgefangen. Hey, na, das Glück scheint ja auf dich runterzuscheinen wie die Sonne auf den trockenen Boden der Prärie. Magst du uns nicht ein wenig daran teilhaben lassen, indem du uns all die Pell gibst, die du hast, zum Beispiel? It's Tala Time! Der hat doch seine Geschäfte gemacht. Die haben uns verarscht. Verdammt, kümmert euch um sie.
So, ganz kurze Frage, gibt es da eine Heilerin? Nein, nur ein, zwei Tanks und ein Bogenschütze. Dann nimm die Beine in die Hand, dann befragen wir eben seine Freunde. Bitte, pass auf, dass sie nach der Begegnung mit dir noch sprechen können. So. Okay, dann gehen wir mal erstmal auf den... Wir fangen hier mit dem Bogenschützen an. Erstmal den Damage-Dealer platt machen. Wobei eigentlich ist ja ein Support, wenn ich es richtig denke. Aber Support sind ja auch nicht schlecht, die erstmal platt zu machen. Lady. So, ich glaube, das war's. Verdammt. Marquesa hat sich aus dem Staub gemacht. Also dürft ihr uns jetzt eben alles erzählen, was ihr wissen wollt. Was wir wissen wollen, Entschuldigung. Bist du nicht Prinz Koana? Der zweite Prinz? Was willst du von uns? Ob königliche Familie oder nicht, wenn wir dich erst nächstes Mal die Finger kriegen, bist du fällig. Ich weiß, dass ihr meine Schwester entführt habt. Prinzessin Vuklamat, wo ist sie? Ah, warum sollten wir das erzählen? Du kannst uns gar nichts, Prinz. Spucke es aus, wo ist meine Schwester? Der ist echt zornig. Im Moment habe ich wirklich keine Geduld mehr, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wenn ihr dieses Fleckchen, also Leben, verlassen wollt, dann sagt ihr mir lieber sofort, wo ich Lamati sich befindet. Das wissen wir nicht. Wir sollten sie einfach nur entführen, wurde uns gesagt. Von wem? Das wissen wir auch nicht. Vakesa hat es uns nicht gesagt. Also müssen wir uns noch mit ihnen persönlich auseinandersetzen. Ich werde diese drei hier der Landesgarde übergeben und außerdem Tankrat benachrichtigen. Als talentierter Fährtenleser wird er uns helfen können. Heftest du dich bitte schön an Vakesas Fersen? Er ist Richtung Osten geflohen, aber nimm ihn nicht sofort zur Brust, wenn du ihn siehst, sondern folge ihm leise. Mit Glück führt er dich direkt zu Lamati. So, dann wo müssen wir hin? Ja, so ein kleines Stückchen nach da vorne. Wahrscheinlich da, wo die beiden da schon stehen, könnte ich mir vorstellen. Dieser Pellepool-Händler und hier hinter dem Baum wahrscheinlich müssen wir warten. Ja, da ist der Zielort schon. So, jetzt ist die Frage, auf was warten wir eigentlich? Ah, wir haben dich. Du entkommst uns nicht. Ihm hinterher. Du hast Wackersees Verfolgung aufgenommen. Achte darauf, den richtigen Abstand einzuhalten. Soll das Ziel eine Anwesenheit bemerken, schlägt die Mission fehl. Ob du Gefahr läufst, bemerkt zu werden oder nicht, verrät dir der Effekt um die Person herum. Ah, das ist eine neue Mechanik. Wie er auf dem Bild dargestellt ist. Dreht sich die Person zu dir um, wirst du erwischt werden. Verstecke dich also hinter einem Sichtschutz. Achte dabei aber darauf, nicht zu nahe zu kommen. Vermeide es, in den Bereich des Kreises zu treten und folge mit einem gewissen Sicherheitsabstand. Soll deine Verfolgung fehlschlagen, kannst du... Oh Gott, ich hoffe, ich werde dann nur einmal das nicht allzu oft benötigen. So.
Ich sehe halt jetzt nicht. Okay, er rennt weiter. Ich habe den Baum hier zwischen mir und ihm als Sichtschutz. Aber das haben sie verbessert. Ich weiß nicht, ich glaube, die Verfolgungsmechanik hatten sie schon im letzten DLC. Oder letzten Add-on. Wahrscheinlich in irgendeinem DLC hatten sie es drin. Aber auf alle Fälle jetzt wird der Verfolgte besser hervorgehoben. Macht das Ganze ein kleines bisschen einfacher. Oh, 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 er dreht sich gleich um. Mir gehen die Nerven durch. Wahrscheinlich hätte ich es sogar geschafft, da hinterher zu laufen. Da muss ich mich wohl mehr was eingebildet haben. Einbildung ist auch eine Bildung, sage ich immer. So, gleich dreht er sich um. Bis hierhin sollte mir niemand gefolgt sein. Wir müssen es nur bis zum Versteck schaffen. Wo ist dieser verdammte Hobiko? Wer ist Hobiko? Oder was ist ein Hobiko? Wahrscheinlich eher, was ist ein Hobiko? Wo ist dieser verdammte Hobiko? Komm, dreh dich oder lauf weiter. Eins von beiden. Achso, ich soll mich da. Entschuldigung. Mein Fehler. Ich sollte mich hier da hinlaufen. Das ist ein Hobiko. Wo warst du denn die ganze Zeit? Komm, rück die Belohnung raus, schnell. Uns ist jemand auf die Schliche gekommen, mit der ich mich lieber nicht anlegen will. Jetzt mach dir nicht ins Hemd. Es hat eben einen Moment gedauert, das Versteck zu finden. Ah, sehr gut. Wir sind dann hier fertig, ja? Dann hau gefälligst ab. Auf Nimmerwiedersehen. Tu nicht so, als wärst du dir jetzt zu fein für all das hier. Förmlich angebettelt hast du uns um diesen Auftrag. Das wusste ich noch nicht, mit wem wir uns anlegen. Diese Abenteurerin, das ist keine normale Leibwache. Ah, du stinkst nach Angst, Wakesa. Sieh zu, dass du deinen Pell genießen kannst, bevor ich dich die gruselige Abenteurerin erwischt. Onoa hat mir schon alles erzählt. Hast du unseren bunthaarigen Freund gefunden, der Wuklamat entführt haben soll? Yep. Der steht genau vor mir, plus noch sein Komplize.
So, sein Auftraggeber ist also ein Hobigo. Da muss er ja wissen, wohin Luc Lamarck gebracht wurde. Natürlich könnten wir es aus ihm herauspullen, aber das bringt die Prinzessin am Ende nur unnötig in Gefahr. Folge ihn lieber heimlich. Ich sehe zu, dass ich euch zu euch aufschließe. Also jetzt renne ich hinter dem her, oder? Du hast die Verfolgung des zwielichtigen Hobigos aufgenommen. Achte darauf, den richtigen Abstand einzuhalten. Ja, schon, genau. Also wir haben das ja gerade eben schon mal gemacht. So, der Baumstamm da ist ein bisschen, glaube ich, zu knapp. Weil ich bin ganz schmal. Jetzt kann ich mich ja hinter dem verstecken, oder? Hey, ich habe immerhin ein bisschen Routine bekommen. Auch nicht schlecht. So. Immer schön einen Baum zwischen mir und dem Typen haben. Was war das für ein Geräusch? Ich warte einfach hier. Ganz unauffällig. Ich mache hier gar nichts. Außer meine Mega-Flares! Yeah! Aber das hat er nicht bemerkt. Zum Glück. So, jetzt rennt er aber ganz schön. Aber ich verstecke mich hinter den Bäumen. Dass er mich nicht sieht. Solange ich ihn sehe, ist alles okay. So, den Felsen hier. Als Sichtschutz benutzen. Und wir sind auch an Ankunftsort. Okay, und was sollte das jetzt bringen? Entschuldigung, ich bin spät dran. Ist das da der Mamulja, der die Prinzessin entführt hat? Yep, und jetzt hat er gerade da dieses Flusspferd freigelassen. Konkreter Beweis also. Dann sollten wir uns wohl an seine Fersen heften und sehen, ob er uns nicht direkt zu den Entführern bringt. Außer er nimmt ein Boot. Dann wird das schwierig. Sind zu spät. Naja, eigentlich nicht. Er wollte ja nur nicht, dass ich eingreife. Könnte ich sie den Fluss entlang verfolgen? Ja, bitte, geh! Das wird uns Zeit kosten und uns im Rennen um den Thron zurückfallen lassen. Ich will nicht auf einem Thron sitzen, an dem das Blut meiner Schwester klebt. Bitte geh! Gut, ich sage sofort Bescheid, wenn ich sie finde. Gönn dir eine Verschnaufpause bis dahin. Es kann gut sein, dass wir Luc Lamarck freikämpfen müssen.
Der Mamulja von eben sah aus wie einer von Bakul Jajas Schergen. Vielleicht hatte er die ganze Zeit schon geplant, Lamachi zu entführen und ihre Steine zu stehlen. Dass er sich dabei nicht selbst die Hände schmutzig macht, sieht ihm ähnlich. Aber es muss eine Falle oder ein Hinterhalt gewesen sein. Andernfalls hätte Lamachi mit diesem Diebespack kurzen Prozess gemacht. Grrr, wenn ich doch nur bei ihr gewesen wäre. Halte durch, Lamachi! So, Tankman hat das im Griff. Warten wir auf die Nachricht von ihm. Ja, ich weiß doch. Aber wie zum... Ach, entschuldige. Du kannst ja nichts dafür. Es geht mir immer so, wenn ich mir Sorgen um sie mache. Mein sonst so kühler Kopf ist dann einfach dahin. Sie ist mir einfach so schrecklich wichtig. Heutzutage leben die Mikote in Tural, so wie es ihnen beliebt. Aber meine leiblichen Eltern folgten noch den alten Traditionen. Sie treiben ihre Ronek von Steppe zu Steppe, dem Wechsel der Jahreszeiten folgend. Und irgendwo auf dieser Reise haben sie mich dann ausgesetzt. Allein. Ohne Wort oder Weisung. Ein Pelu-Pelu fand mich. Und allein ihm verdanke ich mein Leben. Er lehrte mich das Handeln, damit ich für mich selbst sorgen konnte. So lebte ich als Straßenhändler in Tuliolal, bis ich Gulul Jaja ins Auge fiel und er mich adoptierte. Irgendwann kam dann Lamachi in den Palast. Auch sie wurde von ihren Eltern aus unbekannten Gründen zurückgelassen. Sie war erfüllt von einem Schmerz, mit dem ich nur zu gut vertraut war. Ich wollte nicht, dass sie dieselbe Einsamkeit erfährt. Ich als ihr großer Bruder würde alles dafür tun, dass sie glücklich ist. Das habe ich mir damals geschworen. Deswegen darf ich sie jetzt nicht im Stich lassen. Während Tankred sich also an die Fersen des Mamulja heftet, müssen wir uns überlegen, wie wir selbst den Fluss hinabfahren sollen. Was ist mit deinem Boot? Tja, das hatte mal die längste Zeit ein Puniti. Sie haben also euer Punuti losgebunden und verscheucht, um euch die Verfolgung zu erschweren. Ja, das passt ins bisherige Bild. Als erstes sollten wir alle zusammenrufen. Könntest du deine Gefährten benachrichtigen? Alle mal herkommen, alle Frauen ebenfalls. Verstanden. Wir selbst sind unterwegs nach Viele Flammen. Treffen wir uns dort. So, das ging ja schneller als gedacht. Honor? Nun, ich habe nach wie vor das Ziel deutlich vor Augen, auch wenn ich Lamachi nun von meinem eigens Vorankommen in Ritus gestellt habe. Das ist doch selbstverständlich, selbst wenn ich nicht ein derart enges Band zu meiner Schwester hätte. Gelänge es mir nicht, sie zu retten und den Ritus zu gewinnen, wäre ich den Dämmerthron schließlich gar nicht erst würdig. Davon bin ich fest überzeugt. So, in der nächsten Folge dann kommen wir aus Punuti. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin allerdings erst nochmal vielen Dank an meine treuen Seelen, die hier auf YouTube eine kleine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen haben oder vielleicht auch eine größere. Und danke dafür, dass ihr mich auch diesen Monat mit ein bisschen Chill bzw. Pell, wie auch immer die gängige Währung hier heißt, oder Euronen unterstützt habt. Vielen Dank dafür und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.